Rechte Seiten. Warum ein Wiener FPÖ-Politiker der Meinung ist, dass Österreich dem Untergang geweiht ist. Todesstrafe. Wieso der philippinische Präsident in seinem Kampf gegen Drogenkriminalität echte Killer engagiert. Für ein freies Österreich Souveränität als Zukunftsmodell. Ein Buchtitel, wie viele andere auch, könnte man auf den ersten Blick denken. Nach einem Blick ins Buch und auch auf den Autor ist das nicht mehr ganz so. Der Autor ist FPÖ-Mitarbeiter im Parlament, FPÖ-Bezirkspolitiker und seinen Stil nennt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes rechtsextrem. Bekannt dabei, Herausgeber des Buches, ist FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Auch FPÖ-Chef Strache lobt das Buch in einem Vorwort. Stefan Daubrawa und Franz Renner haben es gelesen. Michael Hovaniec macht sich Sorgen und der Mitarbeiter des FPÖ-Parlamentsclubs hier auf einem FPÖ-YouTube-Video hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ist ja nichts dabei, wären da nicht Sätze wie: Ein Land, in dem mehr Partyzelte als Armeezelte stehen, ist zwangsläufig dem Untergang geweiht. Und hieße der Herausgeber des Buches nicht Norbert Hofer, der so wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache das Buch in einem Vorwort würdigt. Dazu aber später. Hovaniec ist Bezirksrat und stellvertretender Obmann der FPÖ in Wien, Brigittenau. Für ein Interview mit der ZIP2 ist er nicht erreichbar. Sein Buch wird von seinem Arbeitgeber, dem FPÖ-Parlamentsclub, verlegt. Sein Ideal ist das Land-Idyll, die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Ziel ist die Selbstversorgungsfähigkeit und Landarbeit braucht viele Hände. Ist dies anders nicht zu gewährleisten, sind Kinder allzu willkommen. Das klingt für heutige Ohren nach Ausnützung und Kindheitsraub, liegt aber in der Natur des Menschen begründet. Die Großstadt hingegen irgendwie wieder natürlich. Sie befördere die, Zitat, Entmenschung. Zuwanderung und Überfremdung, ebenfalls Zitat Hovaniec, würden Europa in den Niedergang führen. Und zwar durch einen rohen, gewaltvollen Verdrängungsprozess, in dem wir jene, die uns ans Fell wollen, auch noch einladen, dies aus dem Inneren zu tun, wie die Wespenlarve die Made langsam von innen zerfrisst. Für den Rechtsextremismus-Experten ist diese Analogie eindeutig belegt. Und das ist natürlich der Nationalsozialismus. Also wo Menschen wirklich auf das Tierische hinuntergedrückt werden, ja, in dem Fall negativ, ja, eben Parasiten, Wespen, Maden, das würde man meinen, hätte eigentlich in einer Publikation an einen Österreich-Vertretern, in den Parlamentvertretern, in Parteien nichts verloren. Der Experte verweist auch auf den Biologismus, der sich durch das Buch, das man auf der Webseite der FPÖ-Parteizeitung downloaden kann, wie ein roter Faden ziehe. Hovaniec beklagt beispielsweise die Erosion archaischer Rollenmuster. Der vom Thron des Familienoberhaupts gestoßene Mann sehnt sich unverändert nach einer Partnerin, die in häuslichen Kategorien zu denken imstande ist, deren Brutpflegetrieb auferlegte Selbstverwirklichungsambitionen überragt. Und was sagt der Herausgeber dazu? Auf Anfrage nichts. Weder Hofer noch Strache sind heute für eine Stellungnahme zu erreichen. In ihren Vorworten loben sie das Buch und seinen Inhalt. Für Hofer befasst sich der Autor mit den Fragen der Freiheit. Für Strache illustriert er, sinngemäß zitiert, die Wege aus der Krise. Biologismus, Weltverschwörung, Blut- und Bodenmetaphern. Der Rechtsextremismus-Experte hat eine eindeutige Meinung zum Buch. Das Buch erfüllt über weite Strecken, ich würde sagen, fast alle Kriterien des Rechtsextremismus. Islamische Länder, man glaubt es nicht, dienen Hovaniec allerdings auch als Vorbild. Konkret: Vor allem radikal-islamisch bis islamistisch geprägten Gesellschaften. Denn die hätten, was uns angeblich fehlt. Ob straffe Glaubensausrichtung oder Kinderreichtum, Zugehörigkeits- oder Sendungsbewusstsein, es sind dort bedeutende Parameter der Zukunftsfähigkeit im Alltagsleben präsent, die hierzulande als altvaterisch, mutterkreuzlerisch oder schlicht überflüssig verfemt werden. So gesehen könnte ein möglicher neuer FPÖ-Slogan für ein freies Österreich, so der Buchtitel ja, heißen: Daheim wie im Islam. Mit wüsten Beschimpfungen gegen Barack Obama, die UNO und die Europäische Union macht der neue Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, Schlagzeilen. Streitpunkt ist die martialische Anti-Drogen-Kampagne der Regierung in Manila. Razzien der Polizei und Mordanschlägen bezahlter Killer sind innerhalb weniger Wochen mehr als 3000 Menschen zum Opfer gefallen. International wächst daher die Sorge vor massiven Menschenrechtsverletzungen, berichtet unser Asien-Korrespondent Raimund Löw. Die Philippinen befinden sich in einer Art innerem Kriegszustand.
Mit rücksichtsloser Gewalt geht die Staatsmacht gegen Drogenabhängige und Dealer vor. Dass dabei auch Blut fließt, ist durchaus gewollt. Die Kampagne gegen die Drogen geht weiter. Viele werden getötet werden, bis der letzte Dealer verschwunden ist. Als Bürgermeister habe der Präsident in seiner Heimatstadt Todesschwadrone eingesetzt, klagen Kritiker. Jüngstes Opfer der ausufernden Gewalt, ein beliebter Bezirkshauptmann, der auf offener Straße erschossen wurde. Die Familie verlangt Gerechtigkeit. Mit Drogen hat mein Mann nichts zu tun gehabt. Die Antidrogenpolitik hat er unterstützt. Wahrscheinlich waren politische Rivalen die Täter oder es war ein Racheakt der Drogenmafia gegen meinen Schwager. Mit eiserner Hand soll Ordnung geschaffen werden in dem chaotischen Land. Opfer nehmen die meisten Bürger in Kauf. Präsident Duterte hilft uns gegen die Drogen. Das ist gut für uns. Er schafft die Drogen weg. Der Präsident hat recht. Die Drogen müssen einfach weg von den Straßen. Das ist gut für uns. Jeden Tag kommen neue Nachrichten über Tote bei Drogenrazzien oder bei Übergriffen anonymer Bürgerwehren. Über einen Mittelsmann suchen wir Kontakt zu den mysteriösen Todesschwadronen von Davao. Der Weg führt auf ein Feld weit außerhalb der Stadt. Präsentiert wird uns ein Mann, der behauptet, dass er 30 Drogendealer eigenhändig umgebracht hat. More or less 30 people. More or less 30 people. Drugs related. Er sei Teil einer Bürgerwehr. Es sind sogenannte Vigilantes, die sich dem Antidrogenkampf verschrieben haben. This is a 45. This is a 9mm. Die Opfer erledigt er von hinten, sagt der Mann, der Jay genannt werden will. Bereitwillig demonstriert er uns seine Technik. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Ein Killer kostet 350 Euro und mehr pro Einsatz. Szenenwechsel in die Hauptstadt Manila mit den Sonderkommandos der Polizei im Straßenbild. Die Zahl der Opfer ungeklärter Gewalt hat seit dem Amtsantritt des Präsidenten 3000 überschritten. Mit seinem Anti-Drogen-Krieg verfolgt der philippinische Präsident eine Strategie, die weit über einen harten Kurs von Law and Order hinausgeht. Zu den Opfern zählen nicht nur Süchtige und Dealer, sondern auch die Grundprinzipien eines fairen Rechtssystems. Zu den schärfsten Kritikern des blutigen Anti-Drogen-Feldzuges gehört die katholische Kirche. Encouraging people, you know, to be killed. Dass die Regierung dazu auffordert, Leute zu töten, dass so viele auch getötet werden, das ist nicht der richtige Weg. Das schafft Angst. Die ersten Opfer der Gesetzlosigkeit sind die Armen. Von der Erkenntnis, dass Gewalt beim Kampf gegen Drogen auf Dauer wenig bewirkt, sind die Philippinen noch weit entfernt.